Also ich lege mich auf den Boden. SEK-Einsatz während einem Livestream, angebliche Mordversuche vom Verfassungsschutz, tausende Kunden, die auf ihre Bestellung warten, Sexspielzeuge für Annalena Baerbock. Ich bin auf eine Story gestoßen, die einfach an Verrücktheit nicht zu übertreffen ist. Was würde passieren, wenn der Drachenlord LSD nehmen würde? Vielleicht würde dabei Karl Philipp Trumpf rauskommen. Kastrieren, zu amputieren an Armen und Beinen und ihnen die Augen auszukratzen. Wenn ich freie Hand hätte, ich würde die so zuprügeln, Alter. Ja, wir werden die Verbrecher mit maximaler Härte bestrafen, ja. Dann könnten sie vielleicht mal ihren Arsch hochkriegen, ihre Donuts in die Ecke schmeißen und ihren Job machen. Die haben schon irgendwie eine Ähnlichkeit, oder? Let's fuck the fucks! Ihr Feigenbastarde! It is how we torture the shit out of the fucks with maximum intensity. Erstmals Bekanntheit erlangte Karl Philipp Trumpf durch eine vielgeklickte Doku von Steuerung F, in der er von seinem Geschäft als LSD-Pro-Drug-Händler erzählt. Er hat da nicht nur einen Online-Shop, in der Doku sieht man, wie er das LSD persönlich Leuten nach Hause bringt oder wie er das LSD auf einem Flohmarkt verkauft. Was wir verkaufen? Ist das nicht illegal? Nein, ich sage ja, ein legales LSD-Derivat. Aha. Richtig verrückt sind allerdings erst die Entwicklungen, die es seit dem Release der Doku gab. Doch kurz noch etwas Background-Info. Ja, scheinbar ist Karl Philipp Trumpf tatsächlich mit Donald Trump verwandt. Karls Vater war der Cousin sechsten Grades von Donald Trump. Ja, guten Tag, mein Name ist Trump. Ich bin der deutsche Cousin von Donald Trump, aber eigentlich heißt er Trump, weil er aus Kaltstadt kommt, von seinen Vorfahren her gesehen. Karl Philipp Trumpf scheint auch ziemlich gebildet zu sein. Er hat Politikwissenschaft und internationale Beziehungen studiert. 2017 wurde er Mitglied bei der Partei Die Linke, wurde dann aber 2021 rausgeworfen, weil er die Einführung von verhältnismäßigen Folterstrafen zur Bekämpfung von Bandenkriminalität forderte. Mehr Details zum Werdegang liefert Karl auf einer seiner Webseiten. Es ist definitiv amüsant, wie er immer bei Passagen, wo er sein Alter erwähnt, in Klammern noch sein jüngeres geistiges Alter dazu schreibt. Er hat seiner Aussage nach nämlich eine Entwicklungsverzögerungsstörung, eine Koordinationsstörung und eine Merkschwächestörung. Auf seiner Webseite fordert er auch die Einführung des Kommunismus und der Vermögensteuer von 100%. Im Bereich Fehltritte von Karl Philipp Trumpf kann man lesen: Alter circa 3 Jahre, griff von außen in den Schambereich seiner Mutter, während sie in Jeanshose war. Nach leicht negativer Reaktion seiner Mutter unterblieben ähnliche Aktionen. Kommen wir nun zum verrücktesten Part, Karl Philipp Trumps Livestreams. This is how we do it, this is how we roll, this is how we do it, this is how we roll. Karl macht fast durchgehend Livestreams, in denen er rüberkommt, als hätte er nicht alle Tassen im Schrank. Hallo, ich bin ja also ADHSler vom Weintag, bin ja leicht behindert. Bitte nehmen Sie doch Rücksicht auf mich. Können Sie doch mal sagen, bitte. Hallo, hallo London, Berlin, hallo. Diese Streams haben kaum Zuschauer und er reagiert auch nie auf den Chat. Okay, haben Sie verstanden? Sie sind komplett machtlos. Sie sind einfach nur ein wirrer Idiot. Jemand, der nicht klar denken kann. Deswegen helfe ich Ihnen jetzt, Klarheit zu erlangen. Da er LSD Pro Drugs verkauft hat, denkt man natürlich direkt, der hat bestimmt zu viel von seinem eigenen LSD genascht. Aber nein, Karl hat scheinbar nur einmal in seinem Leben LSD probiert und das fand er nicht gut und er fürchtet so einen Trip. Also ich bin durchaus auch mal im Zuge meines Konsums in der Psychiatrie gelandet und hatte da einen Fall von katatoner Schizophrenie, also konnte mich nicht mehr bewegen. Und das wurde unter anderem auch zurückgeführt auf LSD-Konsum. Allerdings nimmt er Medikamente gegen seine Schizophrenie und gegen sein ADHS, beispielsweise Vivanse, dessen Wirkung wie Speed ist. Dass er gewissermaßen Fans von diesen Substanzen ist, betont er auch in seinen Streams. Ah, da habe ich wieder mein Vivanse-Adult. Mega spacig. Mega militärisch. Amphetamine, das ist Soldatennahrung, ja! Die größten Highlight-Momente seiner Streams sind die, in denen er irgendwelche Anrufe tätigt. Hallo Dirk, mein Name ist Karl. Ich muss dringend mit dem Chefredakteur sprechen. Welchen Chefredakteur denn? Naja, von der Bild-Zeitung. Ich möchte gerne den Chefredakteur der Bild-Zeitung sprechen. Von welcher Firma bitte? Von der Gutmenschen GmbH. Es ist ein militärisches Projekt. Es geht darum, dass Zombies bekämpft werden müssen, wissen Sie? Deswegen bitte, lieber Dirk, verbinde mich doch mal bitte mit dem Chefredakteur.
Ich kann Sie nicht verbinden, der ist heute nicht im Haus. Dann geben Sie mir doch bitte die Handynummer. Ja, das ist kein Scherz. Hier ruft wirklich das Militär bei dir an, Dirk. Hier ist wirklich das Militär. Das ist kein Scherz. Natürlich. Ja, ganz sicher. Es gibt hirntote Leute, die nennen wir Zombies. Im folgenden Clip ruft er beim Notruf an und bittet darum, dass man das SEK zur Polizei in Köln schickt, weil diese korrupt sei. Was haben Sie denn? Ich höre Sie, bitte. Ja, ich habe also eine schockierende Entdeckung gemacht. Die Polizei in Köln ist wohl überwiegend korrupt. Könnten Sie da einen SEK-Einsatz bitte koordinieren? Da ist Strafvereitelung im Amt und Hochverrat gegen den Bund zu verzeichnen. Das ist ein Notfall. Sie haben den Notruf der Berliner Polizei gewählt. Ihr Anliegen stellt keinen Notfall dar. Sie haben ja jetzt hier die letzten Minuten, alle 3 Minuten schon angerufen. Ja, ich möchte, dass Sie mal tätig werden. Sie sollen jetzt mal richtig arbeiten und nicht einfach hier irgendwie rumspasten. Sie haben ja meine Frage ja gar nicht. Sie sind aber ein bisschen spastisch unterwegs. Könnten Sie jetzt bitte einfach mal in die scheiß Merianstraße 100 fahren und die Verbrecher alle festnehmen? Das SEK lässt dann auch tatsächlich nicht lange auf sich warten. Es kommt allerdings nicht zur Polizei in Köln, sondern zu Trump nach Hause. Nein, Mahmoud, du machst die Tür nicht auf. Nein, du machst sie nicht auf. Bitte, mach sie nicht auf. Ist viel lustiger, wenn du sie nicht aufmachst. Nein, ich mach euch die Tür auf. Okay, Mahmoud, mach die Tür auf. Ich mach euch die Tür auf. Also ich lege mich auf den Boden. Missbrauch von Notrufen. Aha, ich habe da nicht angerufen, logischerweise. Meine Handynummer ist im Internet. Da sehen Sie ja, dass ich nicht von dieser Nummer aus angerufen habe. Trump scheint 2 Erzfeinde zu haben. Zum einen eine Staatsanwältin, die unter anderem seinen Real-Life-Laden zugemacht hat, was seiner Aussage nach einen Schaden von 400.000 Euro verursacht hat. Er versucht, die Situation zu managen, indem er ihr Sexspielzeuge schickt. Und noch einen Regenbogen-Dildo mit Saugende, dass man es also so zum Beispiel in der Dusche ansaugen lassen kann, dass sich das also so festsaugt an der Wand und dann kann sie sich mit diesem Regenbogen-Dildo befriedigen. Jetzt wähle ich ihr gerade noch DVDs aus. Die bekommt aus dem Sadomaso-Bereich. Der zweite Erzfeind von Trump ist allerdings der Verfassungsschutz, denn der hat die Staatsanwältin überhaupt erst beauftragt, gegen ihn vorzugehen, seiner Theorie nach. Was ist denn für Verfassungsschutz? Ja, wieso sind Sie denn Satanist geworden? Ich fixe Sie jetzt einfach kaputt, wissen Sie. Das ist meine Strategie. Erst zermürben, dann Militärgericht, dann Geständnis und dann dauerhafte Folter von so Spastikern wie Ihnen. Ja, das erzählen Sie ja schon seit Wochen. Nein, das habe ich Ihnen erst gestern erzählt mit dem Militärgericht. Seien Sie doch mal bitte ein bisschen präziser. Der Verfassungsschutz ist für ihn eine Nazi-Verbrecherbande. Ich sage ja, weil Sie Nazis sind, weil Sie Verbrecher sind. Karl Philipp Trump war zu einem Zeitpunkt davon überzeugt, dass der Verfassungsschutz einen Auftragsmörder als Postbote verkleidet zu ihm nach Hause geschickt hat. Ja, guten Tag, da war gerade ein Mann an meiner Tür getarnt als DHL-Paketbote. Haben Sie mir einen Killer vor die Tür geschickt? Weil der war schon in meinem Wohnhaus. Wissen Sie, normalerweise klingelt man vor dem Tor, wissen Sie? Ihr könnt mir keinen Killer vorbeischicken, der es schafft, mich umzubringen, weil ich Militärgeheimdienst bin. Nochmal ganz kurz die Info. Das ist eine internationale Militäraktion gegen Spastiker wie euch. Niemand schickt Ihnen irgendwelche Killer vorbei. Jetzt. Naja, da war ja plötzlich jetzt um 17 Uhr, sagen wir mal so, irgendwie 26, war ein Killer vor der Tür. Hallo Herr Trump. Ja, ich gebe ganz kurz die Anzeige auf. Stellen Sie mich bitte mal nicht, dass ihr also logischerweise einen Killer geschickt habt gegen mich. So, würden Sie bitte es unterlassen, weitere Killer in mein Wohnhaus zu schicken, Sie Spast! Karl lästert auch regelmäßig gegen diverse Politiker, beispielsweise gegen Annalena Baerbock, die in seinen Augen eine homosexuelle, unbefriedigte Frau ist. Also wer es wirklich am meisten verkackt hat, ist Annalena Baerbock. Die ist so garstig. So unbefriedigt. So eine unterdrückt lebende Homosexuelle. Dass die also den Platz verdient, als Erste in den Kerker zu kommen. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Gib dir mal dieses Phänomen G-Spot-Massage. Jeden Morgen. Erstmal eine richtig schöne G-Spot-Massage. Hat er gesagt, Frauen sollen 45 Mal kommen pro Tag. Bis hierhin fanden einige das Ganze noch ganz unterhaltsam, aber sehr viele haben einen dicken Hass auf Karl Philipp Trump, denn dieser hat scheinbar vor ein paar Monaten einfach aufgehört,
die LSD-Bestellungen zu verschicken. Seiner Aussage nach ist der Grund hierfür, dass er von einem Geschäftspartner abgezogen wurde. Dieser Geschäftspartner sollte LSD Pro Drugs im Wert von 1 Million von Holland zu Trump liefern. Er soll aber dann die Ware behalten und in einem eigenen Shop verkauft haben. Dann fehlte Trump das Geld für einen neuen Wareneinkauf. Das Ding ist, wenn er weiß, dass er gerade nicht versenden kann und nichts auf Lager hat, warum kann man dann weiterhin auf seiner Seite LSD bestellen? Ich hatte die Chance, ihn hierzu zu befragen. Aber du hast ja quasi, das war dann relativ bald klar, dass du deine Kunden nicht mehr bedienen kannst, obwohl die bestellt haben. Oder hättest du ja dann direkt so sagen können, ja, irgendwie eine Mails rausschicken und sagen können, ja, nicht mehr bestellen? Ich habe an alle Kunden einen Newsletter rausgeschickt, dass ich gesagt habe, ja, ich wurde beklaut, hier 300.000 Euro Warenwert gestohlen. Tut mir leid, der Versand verzögert sich. Ich habe ja damals damit gerechnet, dass ich auch innerhalb eines Monats eine Ermittlung sehen würde bei der Staatsanwaltschaft Duisburg. Aber da ist ja gar nichts passiert. Da ist ein Jahr lang gar nichts passiert. Und die Leute, die es jetzt bestellen, die bekommen es ja jetzt nicht. Naja, jetzt ist ja Lizard Labs leider hochgenommen worden. Also Lizard Labs hatte ja auch ganz abenteuerlichen Besuch von Ermittlern aus den USA. Homeland Security war tätig und haben Lizard Labs, den Großlieferanten von uns allen, hochgenommen. Ohne jegliche Rechtsgrundlage, wie ich sage. Ja, aber wenn das jetzt alles passiert ist, warum kann man trotzdem noch LSD in deinem Shop kaufen? Weil jetzt ist ja nochmal klarer, dass... Ja, die Show must go on. Es muss ja irgendwie weitergehen. Logischerweise kaufe ich natürlich jetzt bei einem anderen Großlieferanten ein. Ich dachte, du hast kein Geld mehr so. Ja doch, natürlich habe ich noch Geld. Die Sache ist aber doch, ich muss doch mein Geld zusammenhalten. Ich habe doch jetzt nicht... Es fehlen doch 1,4 Millionen Euro. Aber du könntest ja jetzt schon... Also bei den Bestellungen, die jetzt reinkommen, so könntest ja jetzt schon was ich für ein paar tausend Euro... Das geht aber doch aktuell gar nicht, weil Lizard Labs doch geschlossen wurde von US Homeland Security. Ich muss mir doch einen neuen Großlieferanten suchen. Aber das heißt ja, du verkaufst, du suchst einen Großlieferanten und weißt doch gar nicht, welcher das ist, ob es den überhaupt gibt, aber verkaufst doch den Shop. Normalerweise wäre es doch das Korrekte, wenn du sagst, ja, du machst zu und wenn du dann weißt, dass du irgendwie das beziehen kannst, wenn du es auf Lager hast, dann verkaufst du es. Wer verkauft denn Sachen, wo er nicht weiß, wo man das herbekommt? Na, ich habe, sagen wir mal so, 10, 20, 30 Anbieter in petto und einer davon wird es schon liefern. Es ist natürlich eine organisatorische Aufgabe, alle 30 zu kontaktieren, da E-Mails zu schreiben, dann reagieren die nicht, dann musst du nochmal eine E-Mail schreiben, dann reagieren sie wieder nicht, dann musst du da anrufen. Es geht halt nicht in einem Tag. Aber wäre es nicht die korrekte Methode, wenn du es jetzt deaktivierst und dann wieder startest? Nein, wenn ich keine Einnahmen mehr hätte, dann müsste ich den Laden zumachen. Wenn ich den Laden zumachen müsste, dann hätte ja keiner am Ende seine Ware. Ich will doch, dass alle ihre Ware bekommen. Deswegen muss ich es weiterlaufen lassen, damit ich auch Geld reinwirtschafte, damit ich überhaupt weitermachen kann, damit ich überhaupt am Ende alle beliefern kann. Aber alle beliefern, das ist doch jetzt nicht realistisch, dass du in unmittelbarer Zeit irgendwie jetzt 1,3 Millionen Umsatz machst. Ja, doch, wenn du... Vom Falli kriege ich ungefähr 1 Million Euro wieder. Das ist ja ganz einfach nachzuweisen darin, begründet, dass er eben mehr Ware verkauft hat, als er offiziell eingekauft hat. Der Typ hat ja einfach meine Ware geklaut und hat die verkauft in seinem Online-Shop. Der kommt da niemals raus, der wird zu 100% verurteilt für den Diebstahl, den er begangen hat. Aber du hast ja vorher gesagt, dass die Behörden da nichts machen. Ja, das läuft halt. Es ist nicht so, dass sie nichts machen, es läuft halt auf unbestimmte Zeit. Man weiß halt nicht, dauert es jetzt noch mal ein Jahr oder dauert es jetzt noch eine Woche. Du hast gesagt, du verkaufst das Ganze jetzt nicht, weil... Du hast jetzt noch keinen Lieferanten oder sowas, aber es steht ja nirgends auf der Webseite, werden die Leute darauf hingewiesen, dass die das dann vielleicht erst in einem Jahr bekommen oder so. Naja, ich habe eine E-Mail geschickt an ca. 30.000 Kunden damals, als der Diebstahl stattgefunden hat. Ich habe es auf der FAQ-Seite stehen, ich habe es auf der Meilensteine stehen, ich habe es auf der News-Seite stehen. Also ich habe es auf der Webseite auf drei verschiedenen Seiten und ich habe eine E-Mail an alle geschickt, die Kunden waren damals. Aber wer ist nicht am transparentesten? Weil ich einfach logischerweise auch noch was verkaufen will, damit die Show auch noch weitergehen kann. Meine Absicht ist, dass ich alle Kunden beliefern möchte. Das kann ich aber nur realisieren, wenn ich die Show weiterlaufen lasse und nicht einfach zumache. Weil wenn ich zumache, ist zu. Dann kriegt keiner sein Geld, dann kriegt keiner seine Ware. Ich will aber, dass alle ihre Ware kriegen. Ist er also jemand, der Leute einfach bewusst abzieht? Seiner Ansicht nach nicht. Einer seiner Gründe, warum er überhaupt streamt, ist, um den Leuten zu zeigen, dass er ja wirklich
arbeitet. Aber nee, aber was ist der Zweck dahinter? Warum willst du das zeigen? Dass ich also einerseits zeige, dass ich tatsächlich arbeite. Okay. Also viele hatten den Verdacht, dass ich also ein Betrüger sei, weil dieser Diebstahl bei mir passiert ist im LSD-Punkt-Shop, dass ein Hilfsarbeiter mir Ware gestohlen hat. Und dann haben die vermutet, dass das irgendwie ein Fake ist und dass ich irgendwie gar nicht arbeiten würde und dass das eigentlich ein Scam ist von mir. Ja, aber es war ja trotzdem so, dass die Leute dann weiterhin bestellt haben und die Ware nicht bekommen haben, so. Genau, das Problem ist natürlich, es fehlt ja an diesem Kapital. Also es wurden ca. 300.000 Euro Warenwert gestohlen. Das ist aber ein Wiederverkaufswert im Bereich 1 Million. Also es wurde einfach mein gesamtes Kapital von diesem Hilfsarbeiter in einer Situation gestohlen, wo es mich einfach völlig auf den falschen Fuß erwischt hat. Aber du sagst, du streamst, damit die Leute sehen, dass du arbeitest, aber das, was du arbeitest, hast ja nichts mit dem zu tun. Also quasi, es gibt ja keinen, der LSD bestellt hat und dann sich so sagt, ah ja, der ruft beim Verfassungsschutz an, deswegen arbeitet der, ja, deswegen ist es ja kein Scam, so, das ist ja quasi irgendwie eine komische Logik. Das hängt ja zusammen. Also ich hatte ja hier nicht nur diesen Hilfsarbeiter, der mich beklaut hat, sondern ich hatte auch eine Staatsanwältin, die Frau Luisa Lattmann hier in Berlin, die behauptet hat, ich würde also LSD verkaufen statt LSD-Derivate, die dann meinen Laden zugemacht hat und da auch nochmal einen Schaden von, sagen wir, 400.000 Euro verursacht hat. Also quasi, du glaubst, es dadurch, dass du sozusagen die Leute anrufst und beleidigst, dass dann letztendlich dazu führt... Ich beleidige die nicht, ich sage die Faktenlage. Die Faktenlage ist, dass eine Staatsanwältin sich 3 Vorwürfe ausgedacht hat, wie in einer Bananenrepublik. Ich habe auch mit Leuten geredet, die näheren Kontakt zu ihm hatten. Und die haben beispielsweise erzählt, dass er schon ein Mensch war, der sich bemüht hat, dass es allen im Umfeld gut geht. Er hat wohl auch Kontakt zu diversen Obdachlosen, denen er teils tausende Euro gegeben hat. Dem einen Obdachlosen spendierte er mal ein Airbnb für 2000 Euro. Insgesamt war ich überrascht, wie ruhig er war, als ich ihn interviewt habe. Klar traf er in dem Interview einige crazy Aussagen, aber irgendwie hätte ich gedacht, dass da deutlich mehr crazy zum Vorschein kommen wird. Also er kann sich scheinbar beherrschen, wenn er will. Aus meiner Sicht hat er aber nicht genügend Evidenz gebracht, um mich davon zu überzeugen, dass der Verfassungsschutz es auf ihn abgesehen hat. Die Leute, die beim Verfassungsschutz ans Telefon gehen, sagen auch alle, dass sie keine Ahnung haben, wer er ist. Würde ich gerne mal wissen, wie Sie darauf kommen, dass wir eine Staatsanwältin auf Sie ansetzen, dass die irgendeinen Fall konstruiert, wie Sie behaupten, um Ihnen das Geld wegzunehmen. Besonders, weil Sie ja selber auch gesagt haben, Sie waren ja vorher nicht auffällig. Wie sollten wir auf Sie kommen und Ihnen die Kohle wegnehmen? Warum? Ja, weil ich wichtig bin. Ja, was machen Sie denn Wichtiges? Ja, Sie wissen doch, ich bin Kommunist, bin staatsgefährdend in Ihren Augen, weil Sie ja Spinner sind. Die Frage ist nochmal, warum sollten wir uns für Sie interessieren? Ja, weil ich so wichtig bin. Ich bin der Cousin von Donald Trump, dem Cousin von Donald Trump, ne, einem US-Imperator. Deswegen sind Sie interessant, oder wie? Ja, in aller Regel ist der US-Imperator relativ wichtig. Ja, aber doch nicht Sie. Ja, ich bin aber doch sein Cousin, komme von den besten Unis und will Kommunismus machen. In der Regel bin ich dann schon recht wichtig. Das ist das höhere Grundrecht. Wenn Sie hier angerufen haben, kannte Sie hier keine Sau. Ja, aber Sie wissen ja nicht, was alles so in dieser Behörde passiert. Es sind ja 5000 Mitarbeitende da. Sie kennen ja nicht alle 5000 jetzt genau, was der so macht jeweils. Ja, da kam mal wieder den nächsten Punkt. Sie kennen die Behörde nicht. Sie wissen gar nicht, wie wir arbeiten. Aber Sie haben doch 5000... Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. 5000 Mitarbeitende. So, ja, aber Sie müssen ja auch erstmal hinnehmen, da Sie ja keinen Einblick haben, ich schon, weil ich arbeite hier, kann ich Ihnen sagen, bevor Sie hier angerufen haben mit Ihrem ganzen Quatsch, kannte keine Sau Ihren Namen. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob Karl irgendwas gemacht hat, was die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft auf sich gelenkt hat, aber ich denke, der Verfassungsschutz hat einfach höhere Prioritäten als Karl Philipp Trump. Während ich gerade in diesem Video arbeite, gab es einige neue Entwicklungen, die ich jetzt quasi nochmal extra einsprechen muss. Und zwar war die Polizei wieder bei Karl und hat sämtliche Sachen von ihm beschlagnahmt. Er ist jetzt irgendwie
in die Schweiz ausgewandert oder so und der versucht jetzt Asyl in der Schweiz zu bekommen. Mal sehen, ob das realistisch ist, dass ich das dann schaffe mit dem Asylantrag. Ich will mir kein abschließendes Urteil über Karl Philipp Trump bilden. Ohne Frage scheint er so diverse Struggles zu haben. Es wäre dazu einfach zu sagen, dass er einfach ein eiskalter Scammer ist. Vielleicht ist er einfach jemand, der Hilfe braucht, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Zentrale, guten Tag. Guten Tag. Wie finden Sie denn die Schokolade Toblerone? Irgendwie muss ich schon sagen, dass ich Karl feiere. Aber Karl, deaktivier doch einfach mal bitte deinen LSD-Shop, bis du Warenauslieferungen garantieren kannst. Und such dir vielleicht einen Therapeuten oder sowas. Es gibt aber einen Menschen in dieser ganzen Story, den ich am meisten feiere. Und zwar, das ist der Typ vom Verfassungsschutz, der immer mit Karl telefoniert. Ich finde es einfach so nice, wie cool, entspannt und höflich er immer reagiert, obwohl Karl ihn ohne Ende so hart beleidigt. Gucken Sie mal, gerade sind Sie wieder sehr aufgebracht. Das dauert jetzt vielleicht noch 20 Minuten, dann beruhigen Sie sich wieder. Geiler Typ, geiler Typ. Hallo an alle, die dieses Video gerade als Reaction von einem anderen YouTuber sehen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das hier ein Video ist, worauf andere YouTuber gut reacten könnten. Es würde mich freuen, wenn ihr von der Reaction auch mal auf meinen Kabal switchen könntet, um ihn zu abonnieren. Denn es wird natürlich sehr viel mehr Videos in diese Richtung geben. Es gab zwei Leute, die mir sehr bei der Recherche zu diesem Video geholfen haben. Die betreiben einen Discord-Server, wo man über Politik oder Religion diskutieren kann. Der Server ist in der Beschreibung verlinkt. Checkt ihn ab. Mit wem spreche ich bitte? Mit wem spreche ich bitte?